I'm live. Okay, ich lese heute dieses Buch. Hier kommt Paddington. Und zwar ist das Buch von Paddingtons Zaubertricks. Michael Bond. Ja, es ist mit Bildern von R.W. Ely aus dem Englischen übersetzt, Edition Riesenrad. Es ist eine erste Auflage und ich lese jetzt einfach. Eines Tages, so das ist das Buch, nochmal der Rücken. Eines Tages fand Paddington heraus, dass Mr. Gruber Geburtstag hatte. Drum lud er seinen Freund zum Tee ein. Nachdem er den Browns die Neuigkeit mitgeteilt hatte, verschwand er mit einem großen Zaubertrickbuch in den Garten. Das gefällt mir gar nicht, sagte Mrs. Bird, während sie den Geburtstagskuchen backte. Dieser Bär kennt auch so schon genug Tricks. Oh nein, seufzend schaute Mrs. Brown aus dem Fenster. Mr. Curry beobachtet Paddington im Garten. Sagt sie, ich wette, der lässt sich selber zur Party ein und verdirbt uns den ganzen Spaß. Das wären dann diese Seite. Dann geht es weiter mit diesen Bildern. Mr. Gruber verzog das Gesicht, als er in Windsor Gardens 32 eintraf und den Nachbarn der Browns bereits auf dem Ehrenplatz sitzen sah. Aber er war natürlich zu höflich, um darüber auch nur ein einziges Wort zu verlieren. Nur eins ist köstlicher als ein Stück Kuchen frisch aus dem Backofen, sagte Mr. Curry, nämlich zwei Stücke. Zufrieden kauend nahm er sich nochmals reichlich von der Kuchenplatte. Sagen Sie dem Bären, er soll sich beeilen, ich bin hungrig. Die Browns schauten einander unglücklich an, doch ehe Mr. Brown etwas sagen konnte, ertönte ein Tusch und Paddington trat hinter dem Vorhang hervor. Und das ist der kleine Paddington. So, dann geht's weiter mit diesen Bildern. Und zwar, ich beginne meine Vorführung mit einem Lied, verkündete er. Du meine Güte, sagte Mrs. Brown, ob das klug ist. Ich werde dabei meine Lippen nicht bewegen, erklärte Paddington entschlossen. Und schon begann er aus vollem Hals und mit großer Leidenschaft zu singen. O, du lieber Augustin, alles ist hin, 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 hin. Das ist Paddingtons altes Grammophon, flüsterte Jonathan. Die Nadel bleibt immer in einer Rille hängen, stimmte Judy zu. Kein guter Anfang, brummte Mr. Curry. Dann nehme ich lieber noch ein Stück Kuchen. Und das ist ein Mikrofon. Dann geht's weiter auf diese Seite mit diesen Zeichnungen. Ihr könnt dann immer das Bild anhalten und die Zeichnungen anschauen. Bei seinem nächsten Auftritt zog Paddington eine Stange hinter sich her. An jedem Ende war eine große schwarze Kugel befestigt. Mrs. Bird sah besorgt zu, als er sich abmühte, dieses Gerät in die Höhe zu heben. Hoffentlich tut er sich nicht weh, murmelte sie.
Da sind nämlich diese Stange mit den zwei schwarzen Kugeln. Mr. Gruber klatschte, als es Paddington gelungen war, die Hantel über seinen Kopf zu stemmen. Sogar Mr. Curry legte eine Pause ein, ehe er zum nächsten Stück Kuchen griff. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man so klein ist, sagte er mürrisch. Man muss das Gewicht nicht besonders hochheben. So, die nächste Seite kommt dann. Das sind diese Bilder und dieses Bild. Und der Text dazu. Puh, war das anstrengend, schnaufte Paddington und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Dabei ließ er die Stange los und schwebte langsam zur Decke empor. Na toll, er hat einfach zwei Luftballons schwarz angemalt und so getan, als wären sie schwer wie Blei, spottete Mrs. Curry und griff zum Kuchen. Hoffentlich ist dein nächster Trick besser. Mich hast du bis jetzt nicht hereinlegen können. Das kommt noch, Mr. Curry, das kommt noch, versicherte Paddington. Warten Sie nur ab. Da spricht er mit dem Mann. Dann die nächste, der nächste Trick. Das sind die nächsten zwei Seiten. Einmal das und einmal das. Alle sahen ein wenig nervös zu, als Paddington den restlichen Kuchen auf einen großen Teller stapelte. Er bedeckte ihn mit einem Tuch, balancierte ihn dann auf dem Kopf und wirbelte mit seinem Zauberstab in der Luft herum. Abracadabra, rief er aus und zog das Tuch fort. Ach du meine Güte, rief Mrs. Brown aus. Der ganze Kuchen ist verschwunden. Bravo, die schnellste Bärentatze der Welt, lobte Mr. Gruber über den Beifall hinweg. So schnell war das nun auch wieder nicht, brummte Mr. Curry und blickte Paddington misstrauisch an. Außerdem sind seine Barthaare voller Sahne. Vielleicht möchten Sie jetzt eine Tasse Tee, Mr. Curry, schlug Paddington vor. Ich setze gleich den Kessel auf. Als er wiederkam, balancierte er Tasse und Teller auf einem Stock. Das ist der älteste Trick der Welt, murrte Mr. Curry. Man muss Tasse und Teller nur zusammenkleben. Gib mal her, dann zeig ich's dir. Das ist dieser Trick mit der Tasse. Da sieht man das. Niemand begriff genau, was dann geschah, aber das Klirren von Porzellan und der schimpfende Mr. Curry, der zur Haustür floh, sagten alles. Oje, Mrs. Brown betrachtete bedrückt die Scherben und den leeren Tisch. Diese Geburtstagsparty ist wohl misslungen. Das macht nichts, versicherte Mr. Gruber lächelnd. Ich habe mich köstlich amüsiert. Und vielleicht hat der Zauberkünstler ja noch ein paar Tricks für uns im Ärmel. Das Beste kommt noch, sagte Paddington geheimnisvoll. Hoffentlich hat mein Abracadabra gewirkt. Paddington lüftete das Tuch, das er schon vorher verwendet hatte, und man höre und staune, der verschwundene Kuchen war wieder da. Oh, Paddington, freute sich Mr. Gruber, du hast meinen Geburtstagskuchen gerettet. Der Bär ist ein echter Zauberkünstler. Und da sieht man das wieder, wo die ganzen Kuchen am Tablett sind. Und ein trickreicher noch dazu, sagte Mrs. Bird, denn sie hatte gerade in Paddingtons Zauberbuch eine Warnung entdeckt.
Gieße niemals heißes Wasser in die Tasse, sonst schmilzt der Klebstoff, hieß es da. Armer Mr. Curry, lächelte sie schelmisch. Manchmal ist es gut, einen zaubernden Bären in der Familie zu haben. Und da ist das Zauberbuch. Und das ist das Ende der Geschichte. Gute Nacht, good night, sweet dreams, and see you on the next YouTube video. I'm ending the stream now.